Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 zusammen mit Dennis und Nico. Hallo. Moin. Ja, wir starten neu auf der Björnholm-Map. Ja, ich weiß nicht, was macht ihr jetzt? Warte mal. Ich gehe jetzt erstmal Kaffee essen. Kaffee essen. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wir haben ein bisschen veränderte Startequip. Wir haben nämlich schon den T4 mit Frontlader, einfach weil der geil ist. Und der ist jetzt auch noch nicht so groß mit seinen 75 PS, dass der uns so die riesen Vorteile bringt. Der kleinste hier im Spiel. Und ja, da würde ich überlegen, wir haben ansonsten, sollen wir den Bürger vielleicht verkaufen? Irgendwas von den anderen Sachen können wir Bürger? Eigentlich verkaufen. Da ist kein Bürger dabei. Doch, der Bürger. Ach, der Hürlimann, sorry. Würde ich überlegen, ich meine, wir brauchen an sich sowieso nur drei Maschinen. Richtig. Ja. Klar, hier hatten wir natürlich, ne? Aber natürlich einen schönen zum, zum Dinge tun. Ja. Was mich noch so ein bisschen stört, ist, dass es immer noch keinen Ingame-Sound gibt. Von den Traktoren. Wie meinst du? Indoor-Sound. Bei den Traktoren war beim Drescher vielleicht welchen. So, ich muss mal einmal mein Spiel etwas leiser machen. Fällt mir gerade so auf. So, gut, könntest du vielleicht, mal so lieb sein und mir die Mission aktivieren. Ich schau mal, also wie das geht. Dreschen, also die, separates ihn... Konto aus. Fahrzeuge, Geräte zurücksetzen. Ganz rechts. Also wenn ich im Drescher... Mission ich verwalten an. Gehe, dann höre ich den. Speichern. Gut. Nico, wie meinst wir haben auch noch einen Flug. Okay. Kannst auch verkaufen. Nico. Wie meinst du das jetzt? Weil wenn ich nämlich in dem Drescher drin sitze, beziehungsweise halt eben in die Innenperspektive gehe, dann höre ich den. Da hast du einen richtigen Indoor-Sound. Ich habe halt dieselbe Lautstärke. Ja. Aber der Sound ist immer noch da. Also ist nicht kein Sound da, oder was meinst du jetzt? Wahrscheinlich dann halt diesen Indoor-Sound. Geminderten Sound. Ja genau, halt etwas leiser. Gut, den habe ich nicht, aber ich kann es mehr leiser drehen. Ja, jedes Mal, wenn du in Innenansicht gehst. Ja. Nico, die Transportmission läuft, ne? Ich bin dabei. Ah, top. Die kommen ja jetzt auch nicht alle paar Minuten mehr, sondern musst du diesem Schild hingehen, ne? Ja, die wechseln da jede 2 Minuten oder 5 Minuten, kannst du ja einstellen. Ja. Aber blinkt jetzt nicht auf und sagt, ey, Mission. Ey, Junge, machst du Mission? Ja, nee, das ist nicht mehr. Aber weißt du, was ich schon getestet habe, was echt witzig ist? Den T4, hinten 1600er Gewicht drinne und vorne 2 Ballen drinne. Das macht Spaß. Ja. Fährst du nur auf der Vorderachse. Wirklich nur. So, ich stell dir hier den kleinen Einbohrer, Hürlimann habe ich dir jetzt verkauft. Und ich werde jetzt ein bisschen grubbern, glaube ich. Mhm. Dann kommt man hier voran, ne? Tempomat gibt's ja auch nicht mehr so richtig, ne? Naja, 3 und dann einstellen. Ja, aber das Schöne ist, man kann jetzt, man hat jetzt wohl nicht mehr die Leute, die mit 50 ernten und säen. Geht nicht. Ne. Ja. Deswegen musst du. Zumindest gibt es noch keinen Mod, der das bewirkt. Der kommt bestimmt aber auch noch. Ganz ehrlich, ich finde das richtig geil mit dem. Mit dem ja, ich auch. Du kannst jetzt 1 und 2, kannst du auch, wenn der nicht angeschaltet ist, bestimmen, wie schnell der fahren soll. Und dann drückst du 3 und dann fährt der. Oh, das hat auf jeden Fall was. Ja. Ja. Das Einzige, was mir jetzt stört, sind die ganzen Rumgebagge mit dem Shader-Tipping funktioniert nicht im Multiplayer. Dieses Klicken des Kerchers, wenn man im Multiplayer fährt und dann auf einmal einer den Kercher aufhebt, dieses Klick kommt dann ja überall. Und eben die Force-Sachen und das mit den Lenkrädern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, die Lenkräder-Joystick-Geschichte ist komisch. Also die Geschwindigkeit, die aber ganz ehrlich, auch das mit dem, dass die Gewichte oder sowas nicht mehr waschbar, dass die waschbar sind, aber nur vom Host. Ach so, läuft das. Ja, ja. Also Frontlader-Equipment und Gewichte sind nur vom Host waschbar. Ja, das wird irgendein kleiner Fehler sein, der wird sich auf Dauer noch ausbessern. Es ist halt ein ganz neues Spiel. Da wird die Wochen erstmal irgendwann ein vernünftiges neues Update rauskommen und dann kann man sich mal drüber unterhalten. Ja, wahrscheinlich. Wie es dann rauskommt. Ich habe ja auch heute noch meine Version halt vom Publisher bekommen. Da lag so ein Brief bei, von wegen, laden Sie bitte erst den aktuellsten Patch runter, bevor Sie irgendwas machen. Natürlich, der aktuellste Patch hat schon einiges gebessert, aber es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Das ist noch ein Plus Ultra. Ja, gut. Es ist, wie es ist.
kannst auch nichts machen. Ja. Ich denke auch, dass das mit diesem Shader-Tipping und sowas noch dazukommen wird. Oder ich habe jetzt zum Beispiel diese Geschwindigkeitsanzeige, die ist bei mir am Rumbacken, dieses Teil, was halt immer anzeigt, der grüne Teil halt, ne? Der Kreis, der ist ein bisschen am Hin- und Herbacken und sowas. Aber ich muss sagen, ich finde den Grubber eigentlich unglaublich schön. Ja. Auch der Zeta ist auch richtig, richtig schick. Ja. Hat beides richtig was. Nico, wenn du gleich ein, zwei Missionen gemacht hast, würde ich gerne auch einmal den New Holland mit Frontlader ausprobieren. Mich interessiert nämlich so ein bisschen, wie die Paletten sich verhalten. Extremst geil. Okay, da machst du also mir ja schon mal Freude. Der Ballenwagen, da haben wir bestimmt jetzt schon 50 Ballen mitgepresst. Ja, bestimmt. Und zwar alle. Also Heu, Gras und Stroh. Ja. Und du kannst einfach mit 30 durch die Kurve fahren und da fliegt nichts runter. Ohne dass irgendwas ist. Das klingt ja schön. Das ist richtig Schnüfte. Nee, wie war das? Schnaffte, ja. Okay. Töfte. Ja, Töfte und so Schnaffte. Und Schnake hatten wir auch. Und Schnake, genau. Schnake ist aber auch. Boah. Schnake ist so ein richtiger Klassiker. Ja. Boah, der Grubber wird aber auch richtig schön schnell dreckig. Das sieht geil aus. Bei Flügen aber auch. Aber du hattest du schon mal einen Wender in der Hand? Nee, hier nicht. Okay, dann geh dich hängen. Meinst du, der ist richtig geil, oder? Der Wender und der Schwader? Geil. Einfach nur geil. Wie das durch die Gegend fliegt, ey, das ist, ich glaube, das beste texturierteste Etwas, was es gibt. In LS. Im LS15. Ist wirklich und so, das fliegt richtig, oder wie? Das fliegt richtig durch die Gegend, das siehst du richtig. Jede einzelne Grasfaser. Leute, ich würde sagen, wir brauchen Schwader. Ich habe auch direkt, wo ich den Server hatte, habe ich alles auf leicht gestellt und erstmal nur ein paar Missionen gemacht und ein bisschen gedroschen, dass ich mir das Gras-Equipment kaufen konnte und ein paar Kühe. Ne? Weil das Gras-Equipment, das ist sogar auch die Mehrwerke. Die legen das jetzt nicht immer komplett breit ab, sondern wirklich so, wie die Aufbereiter das hinlegen. Jo. Also so in zwei etwas breiteren Bahnen, ne? Kennt man ja ihn echt. Richtig, richtig Hammer. Das ist schon richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Und du kannst an die Standardfahrzeuge keine zwei Mehrwerke ranmachen, was mich auch extrem freut. Wenn du das erste anschaltest, kannst du das zweite nicht anschalten, weil du zu wenig PS hast. Ja? Und bei den kleinen kannst du es, bei den großen Schleppern kannst du es machen? Ja, natürlich. Das ist geil. Wir haben auch schon wieder richtig Geld dazu gekriegt. Hab auch gerade 4000 geschafft. Ja. Ja, aber 4000 geht ja eigentlich noch, wenn man sich überlegt. Die Hagenstedt-Missionen waren eigentlich immer um 10.000, ne? Gewinn. Ja. Ich hab die ja gar nicht mehr gemacht, nur eigentlich die ersten Wochen. Ich hab die gar nicht gemacht. Ich hab ein, zwei Mal einmal alle hatte. Palette war einfach von der Physik her scheiße. Und Man mit Profi-Hopper hat viel zu lange gedauert. Mit Big M ging's mega schnell, aber dann war's einfach nur zu übertrieben. Weil dann konntest du einfach nur Millionen mit dem Big M machen. Einfach immer nur die eine Wiese da. Na, ich sag mal, wenn du das Ganze halt so richtig professionell gemacht hast, dann war immer schnell Ende. Ich muss auch sagen, also so viele Wege gefallen mir echt. Das ist schon. Die Map hat schon echt Flair. Also, ein großes Lob an Giants. Die Map ist klasse geworden. Ja, ich finde die Björnholm auch nicht schlecht, aber irgendwie... Nee, aber wenn du diesen Weg da, oder alle Schilder kannst du umfahren, aber wenn du diesen Weg hochfährst, der mit den 30% Steigung, der ist geil. Ja, der da am Wasserfall, ne? So geil. Da fährt einfach mal jeder Schlepper nur 12 km/h hoch und tuckert da so ganz langsam. Ja, das war auch in der Gamescom, da hatten sie den T9 ohne Anhänger, der hatte 3 oder 4 geschafft, damals war das ja auch noch ein bisschen härter. Ich find's aber auch beim Grubbern schön, bergauf Grubbern, nur 8 km/h, fährst du geradeaus, fährt er zu 15 oder so. Ja. Gut, ich stelle mir die ja immer noch realistisch ein. Wo kann man die denn genauer einstellen? Ja, mit 1 und 2. Ganz in Tempomaten, hoch und runter. Ach so, okay. Da musst du erstmal auf die kmh-Zahl stellen, die du willst und dann plus 1, weil der 1 kmh wohl nicht mitberechnet. Also wenn du jetzt auf 10 hast, fährt dann ja, ein bisschen kmh. Toleranz bitte haben. Außer, wie gesagt, das weiß ich nicht. 12 kmh ist beim Grubbern eigentlich schön, ne? 12 km/h kannst du gut fahren, ja. Das ist angenehm. Das geht klar. Aber auch der Forst, ich finde, das sieht alles so richtig
Gut, der Forst ist jetzt nicht dicht besiedelt oder so. Es stehen Bäume drin. Aber wie der aufgemacht ist mit diesen ganzen Hügeln da drin, dass ich da richtig schön mit dem Scorpion King reinfahren kann. Das ist... Ja. Schick, 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 schick. Das hat was. Auch der Dreck in der Kabine, den finde ich geil. Gerade beim Deutz und so, dass du ein bisschen Dreck in der Kabine hast. Und schon und sowas. Richtig schnappte. Allgemein der Dreck ist schön, aber das so mit diesem Admin und... Quatsch, nicht mit dem Admin. Mit dem Host-Gehabe rumbackt, das nervt mich ein bisschen sehr doll. Ja, das wird sich schon wieder einrenken. Ich hoffe es wirklich, weil das Shader-Tipping hast du wirklich null im Multiplayer. Also wirklich nur der hostet. Ja, aber das kann einfach eine Performance-Ersparnis sein. Gerade auch, wenn man... Ich weiß nicht, habt ihr schon einen Dedicated-Server? Ja, deswegen ja. Ich hätte gedacht, dass es da weg ist, dass man das da machen kann, aber nö, gar nicht. Na, wahrscheinlich haben sie es genau deshalb gemacht, damit die einzelnen Clients auf dem Dedicated-Server nicht so viel Probleme bekommen. Ja, ich finde es trotzdem schade, ehrlich gesagt, weil ich den LS15 nicht im Singleplayer spielen will. Wobei man kann diese Plan ja auch im Menü ausschalten. In den Grafikeinstellungen. Ja. Einzeln kann man die nochmal ausschalten. Genau wie die Spiegel. Okay, ich möchte mal gerade eine Mission vorlesen, ich finde die geil. Glühen im Dunkeln. Ein lokaler Pilzzüchter hat eine große Anzahl von UV-Lampen bestellt. Na, der züchtet da eh Hanf. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube nicht, dass der Pilze züchtet. Weil Mach wenn du dann als Belohnung Magic nur Mach einfach uns. Mal so... Oder das. Magic Mushroom. Wäre geil, wenn der so 50 Millionen Belohnung, einfach aus dem Grund, dass du es niemandem sagen sollst. 6.400 für 5 Minuten rumfahren. Ja. Weiß nicht. Das ist schon geil. Boah, ich liebe diesen Grubber von der Animation her, ne? Hast du schon den Tiger 10 LT in der Hand? Ja. Oder den Karriere? Der ist geil. Boah. Der Karriere ist wirklich Bombe. Du hast ja heute wahrscheinlich auch den ganzen Tag durchgezockt, ne? Ich habe seit gestern 18 Uhr, wo ich dieses Scheißspiel in der Hände gehalten habe, habe ich nur gezockt. Also ich habe jetzt bestimmt schon wieder 12, 13 Stunden auf diesem allgemein auf dem Bock. Also nur am Suchten. Ja, das muss aber auch sein bei so einem Spiel, ne? Ja, du, ich habe mir dafür freigenommen. Soll ich da schlafen? Gibt es nicht. Aber die Schlepper werden schon relativ schnell dreckig, ne? Kommt drauf an, was du machst. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, 15 Minuten am Grubbern und der hat bestimmt schon die vorletzte Dreckstufe. Ja, aber wenn du so normal auf der Straße fährst, werden die null dreckig, nur die Reifen mal ein bisschen. Ja. Ich glaube, wir werden auch gleich mal einen Kärcher kaufen, auch wenn der relativ teuer ist. Das einfach, geht eigentlich. Da muss man ja doch. Das habe ich mit der ersten Mission, hatte ich das gerade raus. Ja, so ungefähr 4.500, ne? Ja, genau 4.500. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange du das Projekt ansetzt, beziehungsweise was machen willst. Ich würde erstmal sagen, dass wir alle Maschinen auf den Kuhhof verlagern. Ist der Kuhhof geiler, oder? Ich finde es schöner, weil der ein bisschen kleiner ist und auch zu den Maschinen passt. Und nicht so ein riesen offener Hof, sondern der Kuhhof ist so schön klein und schnuckelig. Ich muss aber sagen, irgendwie fand ich Hagenstedt auch relativ geil. Ich hätte mir die Hagenstedt als zweite Map fast mehr gewünscht als die Westbridge-Schilds. Ja, das stimmt. Ich fand die Westbridge Hills auch eine totale Enttäuschung. Ja, die war auch damals beim Addon schon eine Enttäuschung. Ja, das meine ich ja. Da war ich total enttäuscht. Weil die war ja sowas von ekelig. Und die hat ja immer noch keine Unterstände. Nein. Das ist so ein... Ja. Nee, also ich fand die auch nicht total nicht schick. Also die war echt... Mau. Ja. Gut, ich habe jetzt... Ich würde auch sagen... Mein Internet macht halt noch lange durch. Hast du Lags oder? Ich ist gerade... so mit alles zwischen 150 und 600 habe ich momentan, ja. Das, okay. Ich habe aber heute, wie gesagt, schon einmal einen Internetabsturz gehabt, also. Ja, wird es auch an dir liegen. Ich glaube, bei Nico geht halbwegs, oder? Ich habe, ja. Dann ist auf jeden Fall an mir, weil, wie gesagt, an der Performance, an der Internet-Performance haben die einiges geschraubt. Bei mir momentan gerade irgendwie heute wohl am Internet. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil ich habe heute, wie gesagt, schon einmal einen komplett Absturz gehabt, das heißt, ich habe halt gezockt und auf einmal bin ich auf den Teamspeak geflogen, weil ich ja vorher schon die ganze Zeit geleckt hatte. Gleichzeitig damit ist dann auch, wie gesagt, mein YouTube-Uploader abgeschissen, wodurch ich erstmal das Upload neu starten konnte und somit 2,5 Stunden verloren hatte. Alles nicht so toll. Nee, aber das auch das mit dem Blackscreen weiß ich nicht, ob das sein muss, weil das hätte man ja schon testen können als Spieletester. Blackscreen? Ja. Bei mir oder auch bei vielen anderen, jetzt mit denen ich gezockt habe, ist es so, wenn du fährst und wenn du im Steuerungsmenü bist, wenn du auf Steuerung und dann da, ne? Ja. Da gehst du drauf
und änderst einfach nur mal eine normale Steuerung. Ja. Oder löscht einfach mal, was ich ja persönlich immer gemacht habe, ich habe erstmal alle Steuerungen gelöscht, die mir nicht gepasst haben. Nur gelöscht, noch nicht verändert. Und wenn du dann auf Speichern gehst, ab dann ist es schon, dass du Blackscreen kriegst. Okay. Ja, das ist, speichern, ist dann nicht so gut. Speichern, dann lässt sich ja LS neu und dann ist Blackscreen. Genauso aber ist es ja, wenn du dann als Eingabeding auch Gamepad mit bestimmst. Also Tastatur und Gamepad kannst du dann anklicken. Und wenn du das machst und dann auf Speichern drückst, hat er auch Blackscreen. Okay. André hat auch gemeint, er musste sein Spiel neu installieren, als er seinen Joystick einrichten wollte. Du musst das so oder so neu installieren, wenn du Blackscreen hast. Du kommst nie wieder ins Spiel rein. Okay, das ist scheiße. Das wusste ich gar nicht. War das auch schon unter 1.1? Das ist 1.1. Okay. Das ist okay. Mir nur, weil ich hatte nur 1.1er Patch. Ich hatte noch keinen anderen Patch. Das stimmt natürlich. Ja, aber ich würde sagen, mit einem Blick auf die Uhr, wir sind schon auch wieder bei 16 Minuten. Ich würde sagen, 15 Minuten, da halten wir uns ungefähr dran, oder Dennis? Ja, das passt eigentlich ganz gut, das stimmt schon. Ja gut, und dann sehen wir uns eigentlich dementsprechend morgen wieder. Tschüss. Tschüss.